Testspiel die zweite mit Boubacar Sanogo, der Nummer 9, der Ex-Bremer, seit dieser Saison bei Al Fujairah in Dubai unter Vertrag. Den Anfang aber machte Werder mit Ajicek und Davy Selke. 1:0 dachten alle Bremer, aber der Pfiff des Schiris nicht zu überhören. Abseits soll es gewesen sein und unser Team absolut nicht einverstanden mit dieser Entscheidung und das zu Recht. Beim Moment der Ballabgabe Davy Selke für meine Begriffe auf einer Höhe mit dem Verteidiger ganz rechts im Bild. Nun ja, sei es drum. Werder hat hier mehr vom Spiel, aber die Männer aus dem Emirat blieben gefährlich. Jepta mit der Nummer 10 ist das. Der öffnende Ball für Ahmed. Der zu Sanogo, wunderbar weitergeleitet. Und das ist der, den sie den Messi of Arabia nennen. Matuk mit der Führung für Al Fujairah. Gutes Spielverständnis von Boubacar Sanogo. Und bei dieser Distanz bleibt Raifusic im Tor natürlich kaum eine Abwehrchance. 1:0. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeitpause. Aber Werder in Hälfte 2 nochmal mit mehr Druck auf sein Tor. Rovai sollte einiges zu tun bekommen. Eggestein im Zusammenspiel mit Hajrovic. Hajrovic, warum denn nicht? Toller Schuss vom bosnischen Nationalspieler. Durchaus gefährlich. Kurz darauf die nächste Chance für Werder. Ajicek steht da zum Freistoß bereit, aber es macht Hajrovic. So langsam nähert er sich an. Dieses Mal musste sich Torwart Rovai mächtig strecken, um diesen Ball noch zur Ecke zu klären. Werder jetzt immer stärker und auch mit Möglichkeiten zum Abschluss. Lukas Fröde, guter Ball für Selke. Der zu Ajicek und der auf Hajrovic. Und jetzt passt er. Der Ausgleich für Werder in der 71. Minute hoch verdient. Hajrovic perfekt freigespielt von Ajicek, hat ihn eigentlich auf dem schwächeren Rechten, wohl dem, der so einen schwachen Fuß hat. Werder jetzt absolut oben auf. Sternberg mit dem Ballgewinn im eigenen Strafraum schaltet blitzschnell um und sucht wieder Hajrovic. Den hat er noch. Hajrovic nimmt Eggestein mit. Weiter zu Levent Ajicek. Nicht die Führung. Super Angriff von Werder. Aber die Führung leider nicht. Die sollte dann kurz darauf fallen. Nach diesem Foul an Eggestein. Elfmeter für Werder. Felix Groß läuft an und trifft. 2:1. Auch im zweiten Testspiel dreht Werder die Partie. Al Fujairah fand nun kaum noch statt. Die Bälle kamen postwendend zurück. Torwart Rovai in großer Not aus seinem Tor. Felix Groß. Und der passt ganz genau. 3:1 der Deckel zu diesem Spiel. Werder gewinnt auch das zweite Testspiel in Belek. Viktor Skripnik wird das gefallen. Thank you.